Sophia Thomalla, mysteriöse Krankheit, daran leidet die Moderatorin. TV-Bekanntheit. Sophia Thomalla leidet unter einem seltenen Gendefekt. Was sich hinter dieser mysteriösen Krankheit der Moderatorin verbirgt, kam nun ans Licht. Sie ist wunderschön und klug. Wo Sophia Thomalla auch auftaucht, sie legt den perfekten Auftritt hin. Da ist es kaum zu glauben, dass sich hinter ihrem 1000-Watt-Lächeln ein echtes Drama abspielt. Denn eine mysteriöse Krankheit macht der Fernsehlady das Leben zur Hölle. Sophia Thomalla, das versteckt sich hinter ihrer Krankheit. Sophia leidet unter einer sogenannten venösen Malformation. Das ist ein sehr, sehr seltener Gendefekt, den sich die Ärzte nicht richtig erklären können, woher der kommt, erklärt sie bedrückt. Seit ihrer Geburt leidet die Tochter von Schauspielerin Simone Thomalla an der Gefäßmissbildung, bei der an den betroffenen Stellen im Körper die Venenklappen nicht funktionieren und es zu einem Blutstau kommt. Und das Traurigste, die Krankheit ist unheilbar. Wenn es richtig schlimm wird, müssen Betroffene sogar unters Messer. Ich habe in meinem Leben schon unzählige Operationen hinter mir. Vom Kleinkind bis jetzt, seufzt die 33-Jährige, die trotz der Erkrankung ihre Karriere als Schauspielerin und Moderatorin nie unterbrochen hat. Einmal im Jahr muss sie zur ärztlichen Kontrolle. Die Gefäßanomalie kann überall im Körper auftreten, betrifft aber am häufigsten das Unterhautgewebe, die Haut und die Muskulatur. Wenn die Gefäße im Verlauf der Krankheit zunehmend dicker und größer werden, müssen sie notfalls operiert werden. Bei Sophia hat das Leiden Spuren hinterlassen. An ihrem Ellenbogen sind die Narben deutlich zu erkennen. Doch eines fällt auf, die ansonsten stark tätowierte TV-Schönheit hatte diese Stellen nicht überstechen lassen. Aus medizinischen Gründen? Oder weil Scham keine Option ist? Narben gehören zum Leben dazu, betonte sie mal. Sie lässt sich trotz allem nicht unterkriegen und zeigt, dass hinter einem Lachen oft mehr steckt, als man auf den ersten